Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Civilization 5. Mega Lag. Juhu! Mit Mark. Mega Lag. Mit Mega Mark. Genau, mit Mega Mark. Genau, ich bin Mega Mark vom Kanal Mega Mr. Fierce. Was mache ich denn jetzt mit meinem blöden großen Ingenieur? Erst mal, wenn du mal dahin gehst, oder immer dahin gehen. Ich könnte jetzt eigentlich wunderbar Korea den Krieg erklären. Meine Galeassen sind alle in Position. Ja, meine ja auch. Die steckt ja immer noch da hinten fest, zwischen Busan und Seoul. Deine kann gar nicht anders, als in Position zu sein. Ja, genau. Wobei ich nicht weiß, wahrscheinlich kann ich damit auch die Stadt angreifen. Ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Also, was mache ich denn jetzt in dieser Runde? Ich schick die mal weiter nach da oben. Ja, der gute alte Wind hat mal schön meine Balkontür zugeknallt. Ich kann eine Einheit modernisieren. Modernisiert die Einheit zu einer Einheit Tribok. Dies erfordert 100 Gold. Das machen wir mal. 100 haben wir ja mal dran. Ach je. Okay, sonst... Doch, die Einheit kann ich auch modernisieren, und zwar zur Einheit Armbrustschütze. Erfordert 100 Gold. Da habe ich das gerade noch nicht gemacht. So, Problem ist, der hat immer noch zwei Städte. Den werden wir auch mal bis zur Heilung verschanzen. Was machen wir denn damit? Da habe ich schon eine Mine, ich weiß nicht genau, was ich mit meinen Leuten. Aber man mag das. Wobei, die kaufe ich mir mal. Vor allem, wo ich jetzt instant wieder zurückreiten kann. Übrigens interessant, dass wir tatsächlich irgendwie noch überhaupt keinen Kontakt miteinander hatten, ne? Stimmt. Also wir haben uns so in dieser Welt hier quasi noch nie getroffen. Ja gut, du bist hier der große Asiate und ich bin der große Südamerikaner. Ja, wobei Südamerikaner immer klein sind. Egal. Antwerpen. Die sind echt not amused. Achso, warte mal, bin ich nicht noch mit dem einen im Krieg? Muss man mal hier gucken. Tatsächlich, ich bin noch mit dem im Krieg. Und wir machen mal einen hier auf Frieden. Okay. Friedensvertrag, 10 Runden. Ich hätte ganz gerne Marmor dafür. Ne, auch Marmor nicht. Vielleicht hätte ich einfach 36 Gold pro Runde. Da sagen wir mal 12 Gold pro Runde hätte ich gerne. Botschaft hätte ich gerne und Marmor hätte ich gerne. Bismarck bietet mir für Frieden 344 Gold und Bremen und Frankfurt. Also der gibt dir die Städte gleich ab. Wir geben die Städte Bremen und Frankfurt noch dazu. Okay. Ah ne, jetzt hole ich mir auch noch München und den Rest. Komm, und sonst ist ja langweilig. Aber du kannst doch mit dem Frieden machen und dann. Nö, ich muss doch 10 Runden warten. Ich kann ja nicht direkt danach wieder angreifen, oder? Ach so, kann man das nicht? Ich dachte, das Problem hättest du beim letzten Mal gehabt. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe trotzdem angegriffen. Du könntest mal Krieg gegen Laventa machen. Nö, eigentlich will ich die. Eigentlich. Mir gegenüber sind sie sowieso schon zornig. Mit niemandem verbunden. Ich will ja auch mal gucken, da kriegt ihr auch Siegbedingungen, ne? Wo waren die jetzt nochmal hier? Jo, ich bin für die militärische Weltherrschaft, einfach alle platt machen. Genau, also bei der Wissenschaft ist es ja schon, da sind wir ja schon so bei der Hälfte ungefähr, das ist schon mal ganz gut. 8 Spieler haben immer noch die Kontrolle über ihre Hauptstädte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut, Arabien jetzt nicht mehr. Die haben jetzt eine Nothauptstadt. Gucken wir auf nächste Runde. So, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Diplomatie, voraussichtliche Stimmen für euch 0.
Okay, den Diplomatie-Sieg werden wir nie holen können. Das muss mir jetzt schon mal klar sein. Weil ich dich im Team habe. Und deswegen können wir eigentlich nur das Apollo-Programm quasi tatsächlich abschließen. Was? Das Apollo-Programm? Ja, also es gibt ja vier verschiedene Siegmöglichkeiten. Über Herrschaft. Ja. Das wird dann natürlich noch ein bisschen dauern. Ich bin übrigens dafür, dass wir jetzt mal Schießpulver erforschen. Ja. Schießpulver da unten. Ja. Ja, machen wir mal Schießpulver. Guck, mache ich mal Mauern von Babylon. So, durch den Erwerb der Ressource Marmor erhält die Stadt Memphis einen Feiertag und ein Wackelspur. Lavente hat einfach mal allen den Krieg erklärt. Wahrscheinlich aus Angst vor mir. In unserem Gebiet, weil sie sich mit euch verbündet haben. Das ist nicht jetzt echt ein Gegner. Du bist jetzt Verbündeter von Lavente. Offiziell jetzt. Das ist aber nett, das haben die sich aber gerade selber ausgedacht. Lhasa ist Zornig. Hm. Ein großer Anführer. Tribut fordern vielleicht? Nee. Das freut ihn, glaube ich, nicht sonderlich, wenn du auch noch Tribut forderst. Haben wir einen Rekrut? Keine Technologie stehen, weil sie bei der Forschung absolut in den Schatten stellen. Also wir sind irgendwie bei der Forschung sowieso. Ich kann meinen Agenten auch quasi einfach nur stehen lassen. Gar nichts. Ich hab München erobert. So, hat den Pakal den Krieg erklärt, hat Bismarck den Krieg erklärt, hat Sabon den Krieg erklärt. Deutschland hat nur noch drei Städte, glaube ich. Ach, Lavente, ich habe die Dinger zerschlagen, deswegen sind die plötzlich so freundlich zu mir. So, sollten wir mal wieder gucken, was können wir denn jetzt mal als nächstes bauen? Stärke 21. Machen wir mal. Machen wir denn jetzt noch? Können hier mal welche kaufen, ne? Wir kaufen mal Langschwertkämpfer. Und wir produzieren dann eine Schmiede. Wenn wir hier wahrscheinlich sehr brauchen. Gut. Einheitenbeförderung. Ja, dann hol dir doch mal die hier. Dann nehmen wir mal auf offenem Gelände. Dann eben nicht. So, ich guck mal gerade. 95 Forschung habe ich, Wissenschaft. Nächste Politik in einer Runde. Dann werfen halt auch so langsam die Kapsel, das ist auch schon aufstehen. Ich bin echt versucht, hier jetzt bald den Kollegen mal den Krieg zu erklären, hier Korea. Ja, warum nicht? Hau rein. Ja, aber ich warte noch, bis ich Deutschland endgültig besiegt habe. Die haben noch drei Städte. Das ist ein Witz. So, ich werfe die nächste Runde. Warte, ich muss noch ein Gerichtsgebäude in Auftrag geben. Schießpulver, naja. Das bringt Musketiere. Naja, manchmal ist es nochmal. Achso, da oben steht es. Aber rede ruhig aus, manchmal ist es. Ja, manchmal werden ja durch verschiedene Forschungsstadien nochmal andere Ressourcen auf der Karte sichtbar, also die Kohle oder sowas, ne? Das ist ja grundsätzlich auch schon mal spannend. Du hast doch Silber, oder? Ja, klar. Eine ganze Menge an Silber sogar. Können wir dann mal handeln? Ich brauche nämlich Silber. Ja. Du kannst gerne schon mal vorschlagen, ich bin noch gerade dabei, eine neue Politik einzuführen. Ja, von mir aus.
So, dann schlage ich doch mal vor, was dafür ist. Was brauchst denn du? Perlen, Eisen, Pferde. Ja, warte mal, wie man gerade gucken muss, was ich noch habe. Ressourcenliste. Perlen habe ich keine. Zucker bräuchte ich. Habe ich aber auch nicht. Ich habe Perlen, Eisen und Pferde, weil ich mit dir tauschen kann. Wieso exportiere ich denn bitte schon Zucker? Das kann ja wohl nicht sein. Sagtest du nicht immer, du brauchst so viele Pferde? Ich habe gerade zwei Pferde. Ich habe ja gerade ein bisschen Krieg geführt. Ich habe plus 10 Pferde. Okay, nicht schlimm. Vielleicht liest du nochmal vor, dann kann ich dir sagen, was mir noch fehlt. Perlen, Zucker würde mir. Perlen, Eisen und Pferde. Das ist das, was du hast. An Ressourcen, die ich irgendwie handeln kann. Ich habe zwar alle Ressourcen, aber wahrscheinlich brauche ich die selber für meine Städte. Okay, was? Dann such dir einfach was aus, was ich, was du von mir brauchst. Ich habe ja. Ja, Silber brauche ich von dir. Achso, Silber, warte mal. Silber, ja. Kannst du handeln. Gegen nichts, oder wie? Ja, warum auch nicht? Ja gut, ich finanziere dich ja sowieso schon freiwillig. In unserem Gebiet wurde ein Feind gesichtet. Wo läufst du denn hin? Ich kann ja niemand hin sein. So, einmal laden und dann bitte einmal schießen. Ach, auf den kann ich nicht schießen. Ach, das ist doof. Dann bitte das hier. Geniere. So, abschließen. Wir müssen auch nichts tun. Können mal so einen halben Schritt nach vorne gehen. Ich glaube, ich hole mir mal Berlin jetzt. Berlin, ja, macht das. Bin immer noch überlegen, weil da so viele Einheiten drumherum stehen. Warte mal, ich wechsle mal gerade zu der Einheit. Sagte ich. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich habe jetzt hier noch Damaskus. Also Arabien hat noch eine Stadt, Damaskus. Die kann ich natürlich platt machen, aber das bringt mir auch nichts. Ich meine, was soll's? Was soll ich damit? Hast du noch eine Stadt mehr? Ja, Bringt dir dann insofern doch was. Einheit benötigt. Kunde einfach mal da oben weiter. Du müsstest ja eigentlich irgendwie nach Europa kommen. Ja, macht noch mal nichts. So, ja, jetzt wird's spannend. Die Einheit hier. Bombardiert die Landsknechte, richtig? Jawohl. Dann greift die Einheit die Schwertkämpfer an und macht sie platt. Und zieht sich wieder zurück. Und dann schicke ich diese Einheit hier runter. Diese Einheit gucke ich mal, ob die gerade bombardieren kann. Dann kann sie nicht. Dann wechsle ich mal wieder in den Zugmodus. Dann schicke ich diese Einheit hier runter. Ja, ich höre dir nur zu. Also, wenn meine Zuschauer an der Stelle gelangweilt sind, schaltet einfach auf den Kanal von Oculus Let's Play und guckt euch das ganze Let's Play da nochmal von vorne an. Richtig. Dann wisst ihr genau, was da gerade abgeht auf seiner Karte. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann schicke ich von hier, kaufe ich hier nochmal neue. Kann ich ja nicht, verdammt. Schiebe ich den hier eben ein Feld raus. Von mir aus. So, und jetzt kaufe ich hier. Ist da auch noch so ein bescheuerter Bautrupp drin, speziell drin stationiert. Mann. Was soll das denn? Ach, hier sind also Marktstände. Okay. Nicht schlecht. Dann schicke ich den Bautrupp mal da hoch.
Aber jetzt muss ich wieder was kaufen können, oder? So, ich warte übrigens immer noch. Nicht, dass ich dich hetzen will, ne? Aber ich kann nicht wohl nicht. Der macht mal nichts diese Runde. So, dann klicke ich mal auf nächste Runde. Na, endlich. Lass mir mal meine Zeit. Noch bis Kupfer. Antwerpen sucht Investoren. Der Song wird religiös. Wir hätten gerne Kohle. Mein Telefon klingelt. Wie viel Uhr haben wir? 16.46 Uhr. Hm. Seltsam. Eigentlich keine Bananenmilchzeit. Nee. Ist ja noch hell und so. Trotzdem nervig. 10 Minuten kannst du dran gehen. Gucken wir doch mal auf die Ressource. Ach, eigentlich kann diese, auch diese Stadt. Weiß ich nicht, was diese Stadt braucht. Ein Produktionsfokus nicht, ein Standardfokus machen wir mal. Jetzt machen wir da mal ein. Tja, was machen wir denn da? So, die heilen sich jetzt mal. Der hier darf sich ausruhen. Der kann sowieso nichts mehr reißen. Also darf der sich auch mal heilen. Die hier dürfen die mal platt machen. Ich sagte, die dürfen die mal platt machen, verdammt. Au, oh, ich bin ja richtig hier, habe ja richtig einen auf die Nuss gekriegt. Halleluja. Wo das denn? Hier bei Chichen Itza. Mhm. Da, wo das ist, ne? Ich klick mal. Ne, ich kaufe mal für Nippur. So, ja, die haben kaufen. Natürlich Färbemittel und an Kühe haben die Gold und Eisen. Ja, das ist schon gut. Lhasa kommt auch mit Ambotschutz um die Ecke. Mhm. Ziehe ich die eben mal da hoch. Pff, dann eben nicht. Ich schicke in der Zeit die hier mal hier hoch. Aber Aktion. Ach, ich weiß nicht, was dieser blöde Hauptzoll. Der kann auch mal da hochfahren. Spring doch nicht immer so. Blöde Einstellung. Ich kaufe mal das Geländefeld da oben. Und hole mir ganz, ganz viel Eisen. Ich habe jetzt schon 8. Krass. Die hier können aber mal hier hochfahren. Bist du auch schon wieder fertig, oder wie? Ich bin fertig, ja, ja. Ich habe gerade noch so ein bisschen überlegt, was ich hier mache. Ich bin ja immer noch dabei, die Mayokina, nee, die Mayonnaisen halt platt zu machen. Und die haben noch 2 Städte. Und die Hauptstadt ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe, also von meinen Einheiten. Alles ein bisschen doof. Ja, ich klicke dann auch mal auf nächste Runde. Oh, sie haben sich strategisch zurückgezogen. Nein, sie haben tatsächlich noch meine Einheit vorher getötet. Verdammt. Askia hat Harun al-Rashid den Krieg erklärt. Ritter können befördert werden. Es kann eine neue Sozialpolitik eingeführt werden. Ja, das ist gut. Wenn wir da 5 Stück zusammen haben, dann ist es zu weit quasi. Hm. Dass wir da einen Siegespunkt zu bekommen. Das ist immer noch die Vorteile der Freundschaft zwischen Stadtstaaten, ist Schwachsinn. Rationalismus erhöht die Fähigkeit, Wissenschaft zu verwenden und zu generieren. Rationalismus erhöht die Wissenschaft um 15%, solange das Imperium glücklich ist. Bei Übernahme aller Politik im Rationalismuszweig werden 2 kostenlose Technologien gewährt. Das klingt doch gut. Führen wir mal Rationalismus ein.
Marjal, scheiße. Wirklich. Du bist immer noch 100 Punkte vor mir. 107 Punkte vor mir, das ist ein bisschen wie mit den Abonnenten. Ne? Da bist du auch so ein paar vor aber mir. Nicht 107. Ja, aber vergleichsmäßig kann man schon sagen. Kommt noch. Naja. Kommt noch, genau. Ich glaube, ich baue mal eine Burg. Gott, die Stadt hat schon 29 Verteidigung. Ich baue trotzdem eine Burg. Blöden Pferde da hinten haben sich zurückgezogen und vorher haben sie noch meine Sache kaputt gehauen. Ich glaube, ich muss hier mal Kohle haben. Ich bin darf mal einen Handelsposten bauen. Die Einheit baut dort mal einen Bauernhof. Und ihr bombardiert mal schön weiter Zürich. Es dauert zwar wirklich mit zwei Einheiten elend lange, aber... es funktioniert. 14 Runden bräuchte ich. Nee, das sind 10 Runden. 10 Runden klingt besser. Und kaufen kann ich nur Speer. Ach, du könntest mich nochmal finanzieren, ganz nebenbei. Ja, was brauchst du? Ich hätte gern ein paar Ritter. 460 kosten die. Das ist ganz schön teuer. Ich habe nur 3200. Ja. Okay, dann hätte ich gern zwei Ritter. Rittersport. Dann sag mir den Preis und dann zahle ich ihn dir. 900 irgendwas. Ich kann in Stadt alles niederbrennen. Dann zahle ich dir 900. 900 irgendwas ist mir zu ungenau. Sehr schön, da kann ich mir jetzt ein paar schicke Einheiten kaufen. Jetzt habe ich noch 2300. Ich habe sogar zwei verschiedene Tribok. Warte mal, was ist denn das? 2-2-14-12, 2-2-14-12, kosten 120, kosten 120. Hä? Ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, was da los ist. Ach, ich kann auch mit Glauben bezahlen, verstehe. Wenn ich mit Glauben bezahle, kann ich, brauche ich 100, naja, Glauben eben weniger als 100 Gold. Ja, witzig. Ja, ich habe nicht so wahnsinnig viel Glauben, also... Ich habe 400. Ich habe 188. Ja, du siehst, das ist, weniger als meins. Ich werde bald wohl mal einen Krieg gegen Korea anfangen. So, ich bin durch, so dass ich warten kann. Ich noch nicht. Oh! Jetzt quakt die Ente, das heißt, an der Stelle müssen wir uns schon wieder verabschieden. Frechheit. Ja, aber wir haben jetzt auch schon 17 Uhr, ich meine. Na gut. Aber jetzt locker eine Pause machen und den Rest dann heute Abend, die ganze Nacht durchzocken. Man muss ja keine Kaffee machen, alles. Auf jeden Fall. Also, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ja. Und ich mache noch gerade den Stadtangriff. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.